Es ist 2015 und anstatt einen Schritt nach vorn zu gehen, gehen wir 10 zurück, so traurig, dass mir fast die Worte fehlen. Ich höre nur Piggy da, Piggy dort und Piggy hier, doch sehe nur einen Haufen voll Idioten mit zu wenig Hirn. Ihr sagt, ihr kämpft für das Abendland, müsst unbedingt was unternehmen, doch eigentlich versucht ihr nur eurem grundlosen Hass einen Grund zu geben. Ihr protestiert und fragt man euch, wisst ihr nicht mal wofür? Eure Argumente sind verblendet, rechtsorientiert und skurril. Und ihr sagt, ihr seid nicht rechts oder schlecht, wollt nur, dass ich euer Land werde. Ihr wollt nicht, dass man euch alle über einen Kamm schert. Doch macht dasselbe mit den Moslems, denn das ist euch dieser Kampf wert. Und merkt nicht, dass gerade hier ein ganzes Land gegen die Wand fährt. Ihr merkt nicht, dass ihr nur Komparsen seid in diesem Film, dessen Skript schon lange geschrieben ist, um Ziele zu erfüllen. Glaubt mir, dieser Plan ist zu ausgefuchst. Ihr werdet ausgenutzt. Im Endeffekt kämpfen Opfer gegen Opfer für einen Haufen Schmutz. Denn die Medien sind die Hetzer. Die Medien sind der Antrieb. Die Medien sind der Grund, warum es weniger Liebe als Angst gibt. Statt bei Facebook zu posten, jeder Fremde ist ein Spast, geh raus in die reale Welt und sprich mal mit diesem Menschen, den du hast. Lasst euch bitte nicht für dumm verkaufen. Hört auf, wie mediengesteuerte, blutdurstige Zombies hier rumzulaufen. Denn ich will weiter sagen können, ich liebe dieses Land. Ich bin dankbar für alles, fand meinen Frieden in diesem Land. Ich liebe diese Sprache, diese Kultur, alles andere macht keinen Sinn. Meine allerbesten Freunde sind Christen, mit denen ich aufgewachsen bin. Und die haben mir immer gesagt, Christentum ist Nächstenliebe. Und die Moslems, die ich kenne, sagen alle nur, Islam ist Frieden. Und alle Moslems, die irgendetwas anderes behaupten, sind genauso dumm und können anfangen, bei Pegida mitzulaufen. Ihr seid ein Tumor für die Köpfe, eine Schande für meinen Glauben. Denn Islam bedeutet nicht, Menschen zu töten und zu enthaupten. Doch auch sie sind nur Komparsen, hirngewaschene Marionetten, die in diesem Film denken, sie könnten irgendetwas retten. Hört bitte auf, in Gottes Namen Gott zu spielen. Denn jedes Wort, das ihr verbreitet, ist jedes Mal ein Wort zu viel. Glaub mir, ganz egal ob Moslem, Christ oder Jude, verbreite Hass bist du der Schlechte, verbreite Liebe bist du der Gute. Es ist 2015 und anstatt einen Schritt nach vorn zu gehen, lass uns ein aufeinander zugehen, bis den Hetzern die Worte fehlen. Peace.